Bunny Starry. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny Starry. Heute habe ich euch mal wieder bei meinem Live-Einkauf mitgenommen beim Futterhaus und gleichzeitig habt ihr mir auf Instagram Aufgaben gestellt, die ich beim Futterhaus machen soll. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und ganz viel Spaß! Die erste Aufgabe war, kaufe etwas, was 500 Gramm wiegt, und das war echt total schwierig, denn die meisten Sachen haben 400 Gramm gewogen oder dann über 600 Gramm, und deswegen musste ich ganz schön lange suchen. Und ich habe tatsächlich nichts im Laden gefunden, was 500 Gramm gewogen hatte. Zumindest war es dann nicht beschriftet. Und deswegen habe ich mich hier für diese Grainless XXL Farmies entschieden. Die wogen nämlich 450 Gramm und das kam auf jeden Fall an die 500 Gramm am nächsten. Die nächste Aufgabe war, dass ich mich vor das Kräuterregal gestellt habe und blind irgendeins ausgewählt habe. Ihr könnt jetzt leider nicht sehen, dass ich hier die Augen zu hatte. Aber ich habe mich für den Kräutermix von Activa entschieden. Den kenne ich auch noch nicht. Und da waren 125 Gramm drin. Im letzten Live-Haul musste ich etwas Blaues kaufen und diesmal musste ich mich für etwas Pinkes entscheiden, habe da auch zwei ganz coole Produkte gefunden, habe mich aber dann für die My Little Sweetheart in Holunderbeere entschieden. Die kennen meine Kaninchen nämlich auch noch nicht. Und die habe ich zu Hause dann auch gleich in ein Leckerli-Glas gefüllt und Polly fand die vor allem sehr lecker. Das Produkt, welches ich zuletzt gekauft habe, habt ihr auch im letzten Video gesehen, da musste ich für ganz wenig Geld ein paar Erbsenflocken kaufen und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich jetzt eine normale Größe kaufen konnte. Die nächste Aufgabe war, von dem Standort, wo ich gerade war, 10 kleine Schritte nach vorne zu gehen, mich dann anschließend nach links drehen und dann nochmal 5 kleine Schritte. Und das, was mir auf Augenhöhe ist, sollte ich kaufen. Und das waren diese unfassbar süßen Näpfe, die habe ich noch nie gesehen. Und die mussten natürlich mit. Nelly dachte zwar, es wäre ein Spielzeug, aber das war auch ganz in Ordnung. In der nächsten Aufgabe sollte ich ein neues Spielzeug kaufen und das war gar nicht so einfach, denn die meisten Dinge, die dort lagen, habe ich tatsächlich schon. Und deswegen habe ich mich für das Grasnest entschieden für Hamster, denn damit wollte ich was ganz Spezielles machen. Und zwar habe ich das mit Heu befüllt und ein paar Leckerlis drin versteckt und somit haben die Kaninchen gleichzeitig auch noch eine Beschäftigung. Anschließend sollte ich noch mein liebstes Einströmladen kaufen und ich nutze für die Kaninchen eigentlich immer Stroh- oder Holzpellets und die hatten hier Strohpellets von Activa da und die haben wir auch mitgenommen. Und zu guter Letzt sollte ich noch ein sehr buntes und rundes Produkt kaufen und da habe ich hier diese Trixie-Heuballen entdeckt und die sind doch wirklich perfekt für diese Aufgabe. Und das war's jetzt auch schon mit diesem Live-Haul. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo da. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!